Leute, ich bin Bimo und wir spielen heute eine neue Runde Notruf Hamburg. In der heutigen Folge sind wir als Zivilpolizist unterwegs. Wir werden versuchen, so viel XP wie möglich zu sammeln. Das hier wird auch wieder eine etwas längere Folge. Mich hat die letzte längere Folge so sehr gefallen, deswegen dachte ich mir, hau ich einfach mal direkt so eine neue XXL-Polizeifolge raus. Zuerst müssen wir uns natürlich hier ein Auto holen erstmal. So, doch bevor das Video hier losgeht, habt ihr schon meinen Channel abonniert? Falls nicht, verpasst ihr die täglichen Videos. Deswegen schnell abonnieren, Glocke aktivieren und dem Video einen Daumen nach oben geben. So, jetzt aber viel Spaß beim neuen Video. So, da sind wir jetzt auch schon auf einem öffentlichen Server. Ich packe jetzt erstmal meine Uniform weg. Inzwischen habe ich endlich mal gesehen, gecheckt, wo man das machen kann. Und zwar hier rechts oben, wenn man nicht in einem Auto ist, einfach auf die Weste drücken. Dann kann man als SEK nämlich auch seinen Helm absetzen. Und ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie lange diese Folge hier heute gehen wird und wie viel XP wir im Endeffekt dann sammeln werden. Ich werde jetzt mal versuchen, auch möglichst keine Strafen als Polizist zu machen, um zu gucken, wie viel Geld wir dann am Ende halt auch bekommen für die XP, die wir sammeln. Und genau, Leute, wie gesagt, das hier ist heute wieder so eine etwas längere Folge. Ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Die letzte hat euch sehr gut gefallen. Da habe ich halt einfach alles in allem weniger geschnitten, mehr drin gelassen. Hier ist ein Officer down, aber ich sehe kein... Oh, doch. Ist der da? Kriminell? Leo. Nö, ist er nicht. Okay. Oh, der Zug. Wow. Okay, dann kann ich ja schon wieder einen Abgang hier machen. Oh, hey. Genau. Weil wir halt sehr viel eigentlich aus den Videos rausschneiden, eben damit die ganze Zeit so ein bisschen Spannung da ist, damit ihr halt schneller irgendwie Überfälle oder Schießereien oder sowas, Verfolgungsjagden zu sehen bekommt. Und ja, wir haben aber ein paar Kommentare bekommen, die gemeint haben, so, ey, könnt auch gerne mal ein bisschen längere Videos machen. Deswegen dachte ich mir, probiere ich das jetzt mal aus. Genau, Loco ist leider jetzt schon schlafen, wir sind schon ein bisschen später, deswegen. Ich dachte mir jetzt, up, ich mache das dann jetzt einfach mal. Oh, ich muss auf jeden Fall einmal noch zum ADAC ganz schnell mein Auto einmal reparieren. Ich fahre völlig falsch, Mann. So, Auto heile gemacht und ich habe es jetzt einfach mal lila gemacht. Und ich muss doch ganz schnell tanken. What? Da sind wir auch schon. Tada. So, also wie ihr seht, ich schneide vielleicht ab und zu mal so ein bisschen raus, wenn ich denke, okay, ist gerade eh langweilig, ich nur eine Fahrt. Oh, jetzt, okay, da haben wir eine Verfolgungsjagd, aber es ist ein Lambo, da will ich ja niemals hinterherkommen jetzt eigentlich. Außer ich kann die Stoppsticks gut setzen. Wow. Och nö, das war jetzt gar nicht gut. So, egal, dann gehen wir einfach erstmal zurück, weil jetzt die ganze Zeit den Lambo jagen, das hat irgendwie auch keinen Sinn. Wer ist das denn? Der ist nicht kriminell. Will er vielleicht mitkommen? Ne, will er nicht. Okay. Let's go. So, okay. Hier. Der Juwelier wird, glaube ich, ausgeraubt. Check mir das jetzt erstmal. Würde ich sagen. Und wow. Ansonsten, wenn auch nichts los ist, können wir hier einfach mit der Radarpistole so ein bisschen rumstehen. Und ein paar XP, wertvolle XP sammeln. So, schauen wir mal erstmal, was da beim Juve so los ist. So, ich bin, glaube ich, auf einem englischen Server, kann das sein? Ansonsten switche ich gleich mal Server, wenn hier nicht so viel los ist. Da ist auch sehr viel Polizei. Nö, Leute, ich glaube, ich switche echt einfach einmal ganz kurz den Server zu einem, wo ein bisschen mehr los ist und vielleicht auch deutsche Leute sind. Oh, 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 Leute, ich glaube, ich habe gerade wen in die Bank reinlaufen sehen. Ich nehme mal den Taser in die Hand. So, Hallöchen. Och, nö. Illegaler Taser-Einsatz. Mann. Sie hat noch nichts ausgeraubt. Das ist jetzt natürlich doof gelaufen. Oh, Leute. Hier wird auch schon der Juwelier gerade ausgeraubt. Und okay, das ist nicht der Kriminelle. Oh, oh. Habe ich noch Stopsticks? Nö. Verdammt. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Der muss doch... Mann! Okay, das lief nicht so gut. Egal, einfach hinterher. Ich muss doch ganz schnell die Stopsticks hier aufsammeln. Stopp, stopp, stopp. Okay, und ganz schnell hinterher, wenn er nicht schon über alle Berge ist. Aber nee, ich glaube nicht. Dann wollen wir mal. Los, 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 los. Und ein Officer ist down. Hä, wo ist das denn? Oh, da hinten, da ist anscheinend auch was los. Ich glaube, ich fahre da mal lieber hin. Den einen Typen finde ich, glaube ich... Oh, nee, da hinten ist er doch. Huch. Da ist er doch, oder nicht? Jetzt häng ich fest, Mann. So, vorsichtig. Ja, ja, genau. Ach, Mann, das ist doch jetzt peinlich. So schnell und hinterher. Hat der auf mich gewartet oder so? So,
Mann, das ist so nervig. Ich bin schon unterwegs, Leute. So. Und los geht's. Das ist ein Krimineller, ich glaube nicht, oder? Bin mir nicht sicher, egal. Hier, da sind wir schon. Hazer in die Hand nehmen und... Was ist hier los? Was ist hier los? Ups. Nichts ist hier los. Hm, okay, dann fahren wir mal direkt weiter. So, noch ein Officer down. Da hinten. Ach, die sind weiter geflüchtet. Die sind weiter geflüchtet. Okay, ich mach mal meine Lichter hier aus. Ah, drin ist einer. Hä? Achso, nee, der ist... Ach, Mann, der ist direkt offline gegangen wahrscheinlich. Okay. Egal, da haben wir den Einfahrer wieder. Stopsticks habe ich bereit. So. Ich wollte eigentlich nur kurz gucken, ob der irgendwas macht. Okay, warte mal. Ich könnte es ja so versuchen. Hey, vorsichtig. Okay, das hat nicht so gut geklappt. Och, Mann, Leute. Oh. So. Och, nö. Jetzt, ach, Mann, das ist doch nervig. So, na also, Leute. Endlich mal ein bisschen Action. Der Juwelier wird hier gerade ausgeraubt. So, da bin ich doch schon. Und... Och, nö. Stopsticks. So. Hä, das... Ach, seine Reifen waren schon kaputt. Okay, warte mal. Dann schnappe ich mir halt... den da. Na? Und... Super. Na also, endlich. Hat aber auch lang genug gedauert, Leute. Dass ich jetzt endlich mal den ersten hier verhaftet habe. Manometer. Okay, dann... Mal, war der andere in dem Auto, oder... Nö, der fährt bestimmt hier jetzt gerade, oder? Ja, tatsächlich, das ist der. Okay, warte mal. Wow. Och, nö. Der traut sich aber was. Momentchen mal. Oh. So, okay. Och, Mann, der ist ja nervig. Glaub das nicht. So, und... Och, nö. Der schafft das jetzt echt noch zu entkommen. Egal, warte mal. Soll ich den verfolgen? Ich habe halt noch den anderen, den ich jetzt erstmal verhaften muss eigentlich, oder? So. So, ich hab ihn. Tja, so einfach. So, geht doch, Leute. Zwei Kriminelle direkt. Der eine einfach mit einem Baseballschläger auf mich losgegangen. So, egal. Die buchten wir jetzt erstmal schön ein. Dann sind die unser erster Fang des Tages. Und direkt zwei. So gefällt mir das, Leute. So, den ersten hätten wir. 40 XP, sehr gut. Und hier nochmal den nächsten. Ups. So. Sagt Cheese. Und abgegeben. So, zweimal 40 XP bekommen. Das ist doch sehr gut. So gefällt mir das. Das schmeckt, die schmeckt so gut. So, und dann wollen wir mal losfahren jetzt hier. Und, genau, was ist denn jetzt hier los? Ops, Container auf einem Schiff, das ist aber schon lange her. Ich glaube nicht, dass sich das jetzt noch lohnt, da wieder hinzuäppeln. Gucken wir mal, was hier los ist. Kann das sein, dass hier gleich was herausgeraubt wird? Oh, der rennt da auf jeden Fall schon mal rein. Lalalala, ich warte hier nur. Oder warte ich vielleicht nicht? Gehe ich rein? Check jetzt mal ab. Erstmal packe ich hier jetzt Stopsticks hin. Und hier auch noch. Okay, nee, die sind ein bisschen doof platziert. So. Und so. Ach Mann, warum kann ich hier keinen platzieren? Achso, wegen dem Auto hier wahrscheinlich rechts. Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen nervig. Egal. Ich gucke jetzt einfach mal erstmal, wer hier kriminell ist. Die Chico und... Oh, der ist wirklich kriminell. Hey, warte mal. Warte mal, ey. Och, nö, die dürfen doch jetzt nicht entkommen hier. Oh, dass man keine Leute mehr aus dem Auto tasern kann, ist ein bisschen nervig. So, okay, Leute, das war jetzt ein bisschen peinlich. Das habe ich wirklich absolut verkackt. Manometer. So, egal. Oh, mal hinterher. Hoppala, mein Stopstick.
Der da ist auch kriminell. Na, warte mal. Stoppstick nochmal hier und da und hier. Und sehr gut. So, seine Karte ist kaputt oder auch nicht. Hä? Warte mal, da muss ich halt noch ein bisschen nachhelfen. So. Ja, auf ihn mit Gebrüll. Ja, geht doch. Und jetzt drauf da. Den schnapp ich mir jetzt. Hör doch auf zu hupen. Ist ja nervig. So. Ich denke nochmal ein Energy hier trinken. Den schnapp ich mir jetzt aber. Das ist meiner. Das ist meiner. Hä, ich habe einen Energy getrunken. So, nochmal. Sehr gut. Und rein hier. Wo ist der hin? Ist der offline gegangen? Nee. Kann gar nicht sein. Hä, ist der überhaupt hier reingerannt? Bin ich doof? Aber ich bin doof, Leute. Hä? Oder er war schnell genug, ist ans andere Ende gelaufen und offline gegangen. Aber nee, sein Auto ist auch noch hier. Was schießt du denn auf mich? So, warte mal. Oh. Warte mal. Sand. Nee, der ist gar nicht kriminell. Oh, zum Glück, ich hätte ihn fast abgeschossen. Ja, na dann. Ist mir egal. So, dann hau ich wieder ab. Ups. Ach nee, ist gar nicht mein Auto. Hä, warte mal. Hä, wo hab ich den Park? Da. Ganz vergessen. Oh, ich bin ja so weit weg von meinem Auto. Egal, ein Energy und dann geht das. So, ey, er will mein Auto abschleppen, aber warum das denn? Mein Auto kaputt? Die sollen dann aber wenigstens auf mich warten, bis ich da bin hier. Momentchen mal. Ey, warte doch. Entspann dich jetzt mal. So, ups. Und hier rein. Hä, mein Auto ist doch so gut wie heile noch. Wie komme ich jetzt runter, hä? Ups, was war das denn, Leute? Hey, der soll mein Auto in Ruhe lassen. Ich dachte, das wäre kaputt oder so, wenn er das jetzt schon abschleppt. Och, nö. Das ist ja nervig. Ach, okay, Leute, solange der das dann abschleppt... Oh, warte mal. Oh, hier ist ja ordentlich was los jetzt. Ist das hier vorne? Das ist hier vorne, Leute. Ich muss... Okay, einmal erstmal alle Waffen nachladen. Ganz schnell ein Energy trinken, damit ich hier wieder durchsprinten kann. Das sind anscheinend Kriminelle jetzt. Die Waffe auch nochmal nachladen. Ah, okay. Ich glaube, das sind auch die zwei, die vorne vorhin das Ding ins Ausrauben wollten. Ja, die sind bewaffnet jetzt. Okay. Okay, okay, okay. Ich versuche die einfach direkt hier. Okay. Wer hat hier eine Waffe? Wer hat hier eine Waffe? Oh, nö. Ich dachte, ich kann den vielleicht bekommen. Okay. Den schnapp ich mir. Der hat ja safe gleich keine Energie mehr. So, dann laufe ich mir einfach mit einem Energy hinterher. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Den habe ich. Jawohl, das läuft doch schon mal wunderbar. Jetzt kann ich mit dem auch einfach ganz entspannt dahin spazieren. Einmal kurz. Außer der will mich jetzt rammen. Dann werde ich den hier irgendwo ins Auto packen. Oh, der will mich rammen. Okay, es könnte sein. Okay, der schreibt auf Englisch. Überfahr ihn. Nö, 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 nö. Den kriegst du nicht. Das ist meiner. Das ist meiner, das ist meiner. Oder? Okay. Weil, ich hoffe, der klaut mir den jetzt nicht, aber könnte ja sein, dass der cool ist. Oh, oder arbeitet der mit dem zusammen? Das wäre halt jetzt natürlich nicht so cool. Mal gucken, fährt er zum Gefängnis? Ja, sehr gut. Okay, der fährt zum Gefängnis. Das ist doch schon mal gut. Oh, der laggt aber ziemlich heftig. Der hat nicht so gutes Internet, der Kollege hier. So. Ey. So. Okay, und... auch der ist offline gegangen. Sehr gut, sehr gut. Nice, das ist doch wunderbar. Na gut, dann kann er mich einmal wieder wegfahren. Oh, mein Auto, tschüss. Okay, sehr gut. Dann schauen wir mal, wir müssen da hinten hin. Da sind auf jeden Fall jetzt noch mehr Kriminelle. Aber bis jetzt läuft ja eigentlich schon mal ganz gut. Ach nee, wir hatten aber einen illegalen Waffeneinsatz. Och, Menno. Okay, ja, dann nehme ich halt mit, komm. So, hier vorne wird Unterstützung benötigt. Wir sind auch schon da. Was ist hier denn los? Hoppla. So, Polizist liegt auf dem Boden. Das ist natürlich nicht so gut. Sind die hier noch drin? Ich glaube schon, oder? Nee. Nö. Nö, ist niemand da. Ach, jetzt habe ich das Ding doch nicht getrunken. Aber egal. Brauch auch nicht gerade, glaube ich. Ist ja eh nichts los. Ja, dann sind die ja alle schon entkommen, Mensch. Ein Ding hier hin, ein Ding hier hin. Ach, der Polizist ist offline gegangen. Ja gut,
Dann steige ich mal bei dem hier wieder ein, solange ich hier kein eigenes Gefährt gerade habe. Muss ich halt hier noch mit irgendwem im Team rumfahren. So. Aber das ist so nervig, der ist so am Laggen. Das sieht so eklig aus irgendwie. Nee, ich will hier nicht mitfahren. Ich fahre bei dem, glaube ich, mit, wenn er hier vorbeikommt. Hey, warte. Nimm mich mit, Oh, yes, sehr gut. Dankeschön, Kollege. Oh, bei dem ist es auf jeden Fall angenehmer. Auch wenn es ein bisschen nervig ist mit dem Tütata. Aber immerhin haben wir einfach... Oh, ja, okay, der kann auch nicht fahren, Mensch. Das ist doch... Ja, komm. Let's go. Dann fahr jetzt aber auch. Let's go. So. Aber diese Sirenen auf Dauer sind schon echt ein bisschen nervig. Boah, was war das denn für ein Feuerwehrwagen? Der sah ja fancy aus. Okay. Ich gehe mal jetzt einfach zum ADAC. Ich hole da mein Auto ab. Ist ein bisschen entspannter, glaube ich, als wenn ich jetzt die ganze Zeit mir dieses Herumgetüte da reinziehen muss. Ja, toll. Jetzt hat er seinen Alarm da ausgemacht. Okay, da ist der ADAC-Typ, der mein Auto geklaut hat. So gesehen ja wirklich, die haben ja einfach mein Auto mitgenommen. Das war ja nicht mal kaputt, gar nichts. Aber ich, ja, ich meine, gut, die wollten auch ein bisschen XP machen, ne, von daher. Ach ja. Ich glaube, ADAC ist das Einzige, was ich hier noch gar nicht gespielt habe. Oder? Nee, ich glaube, doch einmal, ganz kurz. Oh, die Bank wird ausgeraubt, oha. Okay, dann müssen wir da gleich ganz schnell hinfahren. Ganz schnell beeilen, ist aber noch ein langer Weg. Boah, sind die nervig da hinten mit dem Gehupe und keine Ahnung. Okay, so. Alles klar. Leute, wenn ihr bis hierhin geguckt habt, lasst auf jeden Fall ein Like da und kommentiert mal bitte Keks. Oder irgendeinen Kommentar und aber mit einem Keks. Schreibt einfach einen Keks rein oder wenn es gibt, einen Keks-Emoji. Wenn ja, dann schreibt gerne mal einen Keks-Emoji oder sowas. Dann zeigt ihr mir, dass ihr das Video bis hierhin geschaut habt. Und es würde mich einfach mal interessieren, wie viele Leute das Video bis hierhin schauen. Genau. Geht natürlich aber jetzt noch weiter. Ich trinke einfach nochmal ein Energy. Dann sind wir jetzt auch gleich da bei meinem Auto. Ich will hoffen, dass das Auto gleich auch völlig heile ist, ne? Okay, boah, hier ist ja einiges los. Boah, Officer down. Benötigt Unterstützung. Ich will jetzt endlich dahin. Kann ich auch da hinten raus? Doch, ich glaube schon. Oder? Ja, sehr cool. Okay. Ja, das war halt jetzt super unnötig, dass ich hier mein Auto irgendwie, ne, wegbringen lassen habe. Aber es ist komplett heile, immerhin. Und ich glaube, ich musste nichts dafür bezahlen, oder? Ich glaube, wenn ADAC das so mitnimmt, dann muss man nichts dafür bezahlen. Glaube ich jedenfalls. Also, ich habe jetzt nicht bemerkt, dass ich hier was zahlen musste, aber... Gut, wenn man ins Krankenhaus kommt, dann muss man auch plötzlich bezahlen, ne? Das wusste ich auch nicht. Oh, wer ist das denn? Guten Tag, sind Sie etwa kriminell? Nö, aber so viele Kriminelle hier, boah, das ist heftig. Okay, Leute, wir haben einiges zu tun, wir müssen aufräumen hier den Server. Das ist ja Wahnsinn. Richtig, richtig viele Kriminelle. Okay, ui, ich fahre ein bisschen falsch, alles klar. So, nehmen wir mal die Autobahn, geht ein bisschen schneller dann. Und los geht's, Leute. Richtig viele kriminelle Leute hier. Also jeder, der uns hier entgegenkommt, könnte kriminell sein. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Oh. Oh, zum Glück. Ich dachte schon, ich fahre jetzt über Rot. Oha. Okay. Dann ziehen wir hier mal durch jetzt. Ich will da hin schnell. Aber ich muss auch aufpassen. Ich will jetzt nicht noch, ne, hier so illegaler Waffeneinsatz oder über Rot fahren als Polizist bekommen. Okay. Vending Machine wurde auch ausgeraubt. Ist aber weiter weg. Wir gucken einmal hier, was hier so los ist. Hier ist schon gar nichts mehr los. Okay. Oh, da ist Officer down. Zwei Stück. Uiuiui. Freunde. So. Aber wo sind die alle hin? So viele Verbrecher hier auf dem Server und alle weg, oder was? Wow. Och, nö. Kurz wie ein Fortnite gefühlt hier. So, okay. Zack. Und wieder rein. Hallo? Losfahren? Aha, sehr gut. Noch ein Automat wurde ausgeraubt. Ist das hier in der Nähe? Nee. Ja, wobei, ich kann da eigentlich hinfahren, glaube ich, oder? Ja, wobei, ich warte noch, bis die hier wieder irgendwas überfallen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass bei den Containern jetzt Leute sind. Hallo.
Der bestimmt kriminell, oder? Egal. Wobei könnte auch ein Polizist gewesen sein, weil der Richtung Überfall fährt. Vorsichtig. So. Wollen wir mal den Container abchecken? Oder wir gucken mal, was hier beim Juwelier geht. Da ist auf jeden Fall ein Auto. Oh! Wird ja schon ausgeraubt hier. Soll ich mal drin? Oh, oh. Und... Och nö, das ist ja nervig jetzt. Stoppstick. Oh nö, och fast. Boah, man kann die aber weit platzieren, das wusste ich gar nicht. Okay, jetzt hinterher, hinterher. Boah. Genau in dem Moment, wo ich da reinlaufe, macht der Typ einen Überfall. Okay, so, da haben wir ihn doch jetzt gleich. Jedenfalls mit den Stoppsticks. So, na, kommst du rausgefahren jetzt hier? Och nö, Mann. Schade, okay. Ich werde ihn jetzt auch gar nicht weiter hinterherfahren, weil ich finde, das hat gerade eh so keinen Sinn. Zu zweit vielleicht oder so, aber ja, das wäre jetzt mir zu viel hin und her. So, deswegen gucken wir einfach mal, ob wir nicht noch weitere Leute hier finden. Leute, Krankenhaus wäre auch eine Idee. Oh, da ist einer in einem Bugatti, der hat doch bestimmt... Steck am Stecken hier. So. Fahren wir da mal rein. Genau, einfach mal. Ja, wobei ich glaube, hinterher hat keinen Sinn. Der ist ja super schnell. Okay. Trotzdem zum Krankenhaus mal fahren. Gucken wir mal im Krankenhaus. Vielleicht finden wir da einfach ein paar Verbrecher. So wie der SDK-Typ bei dem einen Video von Loco Mir. Vorsichtig. So. Okay, sind wir auch schon fast da. Krankenhaus, Krankenhaus. Ich könnte auch gleich mal schnell die Farbe meines Autos nochmal umlackieren. Dann ist das nicht so auffällig. Oh, guck mal, da steht sogar ein Auto. Da steht sogar ein Auto. Es könnte gut sein, dass hier... Oh, fährt aber weg. Okay, dann fahren wir hier mal rein. Fahren wahrscheinlich. Laufen wir hier mal rein. Ich höre niemanden. Hallo, niemand da. Hier? Auch niemand. Okay, im Krankenhaus ist niemand. Können wir auch direkt weiter? Wir müssen noch mehr XP sammeln jetzt, Leute. Das geht ein bisschen zu langsam. Also mit der Radarpistole geht das auf jeden Fall alles ein bisschen schneller, aber ich habe gerade Lust auf so ein bisschen Action, wisst ihr? Ich will so Leute verhaften und sowas. Deswegen bauen wir mal los. Und... Ein paar Kriminelle festjagen hier. Sind auf jeden Fall noch einige hier unterwegs. Der hat doch Unterstützung. Wo denn? Bestärkungsanfrage. Das hier vorne direkt. Oh, warte mal. Hier ist auch einer. Ali. Nee, der ist nicht kriminell. Da ist einer. Ist der vielleicht kriminell? Kevin. Nee, ist auch nicht kriminell. Okay. Dann machen wir einen Abgang. Hä, Verstärkungsanfrage war hier vorne. Och, Mann. Okay, dann fahren wir hier mal einmal. Du. Wobei, ach nee, die ist auf der anderen Seite. Ich habe da unten gesehen. Okay, Osso-Tankstelle wurde ausgeraubt. Da sind wir eigentlich fast in der Nähe, ne? Egal, fahren wir da mal hin. Machen wir das mal. Vielleicht können wir da noch irgendwen einkärchen. So, einmal gucken. Container wurde auch ausgeraubt. Ich glaube, den machen wir lieber. Container ist ein bisschen spannender jetzt. Und haben wir eine bessere Chance, die da auch zu verhaften. So, okay, dann fahren wir mal los. Ich lasse auch die Sirenen aus. Damit ich hier ein bisschen undercover antanze. So, so. Und so. Juwelier wird auch gerade ausgeraubt. Boah, jetzt geht's aber los hier. Leute. Da bin ich. Und auf ihn. Yes, direkt erwischt mit einem Schuss. Saubere Arbeit. Das lief doch wunderbar. Ist hier noch ein anderer? Ich glaube nicht. So, dann nehmen wir den mal und hauen den direkt hier rein. Officer ist auch down irgendwo. So, so. Okay. Oh, und er ist offline gegangen. Wunderbar, das erleichtert mir gerade ein bisschen die Arbeit. Muss ich den nicht irgendwie wegbringen?
Okay, Officer down. Und zwar... Okay, ich check nicht mehr, wo hier, was jetzt eigentlich los ist. Egal. Dann fahren wir jetzt mal einfach wieder zurück in die Stadt. Da ist bestimmt einiges los. Wunderbar, Leute. Wunderbar, fast 200. Ja, Juwelier wird ausgeraubt. Polizist ist down. Uiuiui. Wo fahren die denn jetzt hin? Die fahren wahrscheinlich jetzt erst um. Ey, ja, wow, was war, was ist das denn, Leute? Mann. Boah. Alter, war das krass. Was ein Unfall, ey. Och, nö, ich hänge jetzt fest. Och, nö. Bisschen schieben hier, bisschen schieben. Ja, ich glaube, das soll schon gehen. Mann, Alter. Welcher LKW hat hier denn eine Ladung verloren, ey? Manometer. Jetzt aber volle Kanne voraus hier. Mal richtig durchziehen. Ich höre schon Schüsse und alles. Und nicht so viel Leben. Schade, dass man keine Kekse im Auto nehmen kann. Okay, ich habe meinen Taser schon mal griffbereit jetzt hier. Und da sind wir auch schon. Wir müssen aber zum Juwelier, glaube ich, ne? Genau. Oh, zum Juwelier. Ah, jetzt bin ich falsch gefahren. Egal. Fahren wir einmal den längeren Weg, aber... Tschu, kommen wir vielleicht von der anderen Seite. Let's go, let's go, let's go. Die schnappen wir uns. Jo, alles klar. Sehr gut, da sind wir auch schon. Und, oh, hier ist schon... Uiuiui. Das habe ich gesehen, Kollege. Och, nö. Und den habe ich. Wunderbar, wunderbar. Das ist doch gut, das ist doch gut. So, alles klar. Und den haue ich einmal um hier. Und dann, och, Mann. Och. Nicht erwischt den Kollegen. Egal, der steigt in sein Auto. Ich bringe jetzt erstmal den anderen hier weg. Das soll schon mal Vorrang haben. Hier genau, der eine Kollege, der verfolgt den anderen. Das ist doch schon mal wunderbar jetzt hier. Wunderbare Arbeit, sehr gute Arbeit. So, dann noch einmal hier, dann noch einmal da. Und dann buchten wir mal unseren kriminellen Kollegen hier ein. Na, wo ist er denn? Da ist er doch. So, sehr gut. Richtig stark, Leute. Richtig stark. Dann haben wir schon den nächsten hier eingebuchtet. Hammerarbeit. So, und dann schauen wir mal da ein bisschen auf der Insel, ob wir nicht ein paar Leute noch blitzen können. Dass wir vielleicht ganz, ganz schnell nochmal gute Menge XP farmen, sammeln hier. Oh, oh. Police Officer ist down. Hm, soll ich da jetzt hin? Wo ist das? Vielleicht nicht ganz... Ach, da hinten. Das ist ja ganz, ganz weit weg. Nö, ich bleib jetzt hier. Bleib hier und hoffe, dass hier ein paar Autos gleich vorbeikommen. Ups. Ah, wobei, ich glaube, die sind alle da hinten weg irgendwo, ne? Mensch, 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 Mensch. Hm, okay. Ist natürlich ein bisschen belastend. Aber egal. Gut. Ich glaube, ey. Die Folge geht ja schon fast eine halbe Stunde. Ich glaube, da machen wir hier einfach mal Ende, Leute. 240 XP haben wir gesammelt. Gar nicht so viel. Beim letzten Mal haben wir... Oh. Bisschen mehr sammeln können. Och, nö, Mann, der hat gesehen, dass ich hier am Blitzen bin. Ich hätte mich hier so verstecken sollen. Okay. Und er zieht durch jetzt. Yes, den habe ich erwischt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 255 XP haben wir jetzt, oder? Och, nö, 100 ist er sogar gefahren. Oh, nicht mehr bekommen. Verdammt. Okay, den kriege ich aber. Oder auch nicht. Yes, den habe ich noch erwischt. Den schnappe ich mir auch noch hier. Oder? Ist der kriminell? Ich glaube nicht. Okay, Police Officer ist down. Ich steige einfach mal ein. Hallo. Nö, ich will gar nicht. Ah, ist auch Polizist. Okay. So. Okay, schauen wir mal. Da ist wieder einer. Und yes, den habe ich auch erwischt. Na also, Leute, fast 300 XP. Guck mal, so schnell geht das mit der Radarpistole hier. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg, richtig viel XP zu sammeln. Das machen wir irgendwann auch nochmal so eine halbe Stunde lang oder eine Stunde lang hier zusammen in einem Video. Wenn ihr Bock drauf habt, gebt mal gerne einen Daumen nach oben. Schreibt es in die Kommentare oder so. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, Leute, vergesst nicht zu abonnieren mit eurem YouTube-Channel. Das ist gratis. Und genau, unterstützt mich genauso wie ein Daumen nach oben und Kommentare mich unterstützen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Checkt auch die Beschreibung und genau, ich hoffe, euch hat mal so ein längeres Video, bisschen weniger geschnittenes Video gefallen. Bye, bye. Dankeschön. Tschüss.